Hey Leute, heute möchte ich euch mal erklären, was SSB oder Single Sideband Modulation ist und vor allem auch was LSB und USB bedeutet. Dazu fange ich jetzt erstmal mit einem ganz normalen AM-Signal an. AM-Amplituden moduliert, sowie auch die Rundfunksender, auch der Mittelwellensender, der jetzt leider aufgehört hat zum Senden, moduliert war. Bei der Amplitudenmodulation ändert sich in der Frequenz des Audios die Stärke des HF-Signals. Wenn jetzt das das Hochfrequenzsignal ist, hier ist der Audiopegel quasi klein, da habe ich nur die Trägerwelle und die liegt jetzt, sagen wir, bei 6 MHz. Jetzt kommt ein 5 kHz Audiosignal. Wenn das Audiosignal hier drauf ist und ansteigt, dann wird die Frequenz hier, also die Amplitude, auch ansteigen. Und wenn die Amplitude hier ansteigt, dann wird dieser Winkel hier, der von der Sinuswelle, steiler. Das habe ich jetzt ein bisschen blöd gezeichnet, aber der wird steiler. Wenn der Winkel aber steiler wird hier, er schlägt zwar hier aus, aber wenn er steiler wird, ändert sich auch die Frequenz. Und ich bin jetzt beim 5 kHz Audiosignal plötzlich auf 6,005. Der Winkel wird umso steiler, je höher die Frequenz des Audios ist. Also je schneller die Amplitude des Audios ansteigt, desto schneller steigt diese Frequenz auch an und dadurch sende ich nicht mehr auf 6 MHz, sondern einen Träger auf 6,005. Wenn dann das wieder abfällt, quasi, bin ich wieder auf 6 MHz und plötzlich auf, wenn das Audio abfällt wieder, dann auf 5,595, 5 kHz unter der Frequenz und dann wieder auf 6 und bei Ruhe, nur Träger, habe ich nur die 6 MHz drin. Allerdings, wenn das Audio dazu kommt, habe ich zusätzlich zum Träger noch die 6,005 oder 5,995, wenn es ein 5 kHz Audiosignal ist oder je nachdem. Dazu habe ich dann mal einen Mischer hier dargestellt. Ich lasse 6 MHz rein, also Mischer oder ein Multiplizierer, mit dem man Amplitudenmodulation machen kann. Die 6 MHz wird mit 2,5 kHz Audio-Sinuston gemischt. Rauskommen dann, wenn der Mischer nicht gut ist, in die 6 MHz halt nochmal. Und die Summe und die Differenz, das heißt 6,002,5 MHz und 5,997,5 MHz. Das plus 2,5 MHz per 6 MHz und das minus 2,5. Normal bei einem idealen Mischer, so Diodenringmischer oder NE612 Double Balance Mischer, kommt nur Summe und Differenz raus, da kommt der Träger gar nicht raus. Wenn man AM haben will, müsste man den Träger extra nochmal dazu mischen, also addieren, dass man AM hat. Jetzt sehen wir hier so ein AM-Signal. Ich habe bei 6 MHz einen Träger, der ist ziemlich stark. Jetzt, wenn ich 2,5 kHz Audio sende, dann habe ich hier in 2,5 kHz Abstand, hier den 2,5 kHz Ton und hier auch. Und zwar das eine da, das geht von 6 auf 5,995, also runter, niedriger, das wäre das LSB, das Lower Sideband. Und dass das höher geht, wäre das USB, das Upper Sideband, dass von der Frequenz hier höher geht. So ein AM-Signal besteht also aus einem ziemlich starken Träger, einen Seitenband nach unten und einen Seitenband nach oben. Jetzt, wenn man einen idealen Mischer verwendet, dann wäre der Träger weg. Hätte man nur die beiden Seitenbänder, man kann das aber nicht ganz normal mit AM demodulieren, man müsste den Träger wieder dazu mischen. Dazu hat das Sony Radio zum Beispiel so einen Bit-Frequenz-Oszillator hier bei SSB. Wenn ich den auf SSB schalte, dann kann ich hier die Frequenz einstellen, die Empfangsfrequenz und die Frequenz von dem und damit auch SSB empfangen. Allerdings empfängt das Sony Radio immer beide Seitenbänder gleichzeitig und mischt nur einen Träger dazu. Bei einem AM-Sender, da wird dieser Träger mit der BFO-Frequenz gemischt und die Differenzfrequenz hört man dann auch. Bei einem SSB-Signal, da ist hoffentlich ein Seitenband frei, weil er das Sony beide Seitenbänder immer empfängt. Da kann man dann von einem Seitenband, wenn man den Träger dazu mischt, dann das wieder hörbar machen. Der Träger, der wird gebraucht, weil wenn die AM, wenn ich zum Beispiel einen 2,5 kHz Ton sende, dann entsteht nur hier einen Träger. Und woher will das Radio denn wissen, welche Frequenz der Ton hat? Das weiß, wie stark der ist anhand der Stärke, aber nicht, welche Frequenz der hat. Dazu braucht man den Träger, und zwar aus diesen beiden Frequenzen hier. Die mischen sich wieder und daraus entstehen dann wieder die 2,5 kHz, genauso wie sich die beiden auch mischen, die 2,5 kHz wieder entstehen. Eigentlich bräuchte man zur Demodulation
nur ein Seitenband und den Träger. Auf den Träger könnte man aber auch verzichten, wenn man den Träger im Gerät erzeugt, frequenzgenau. Dann könnte man auf den Träger theoretisch auch verzichten. Aber ein AM-Signal besteht halt aus einem LSB und USB. Jetzt gibt es Empfänger, die haben Empfangsfilter, die schneiden ab hier ab. Wenn ich auf LSB schalte, schalte ich auf USB um, dann schneidet der Filter ab hier ab und empfängt nur den Bereich. Zum Beispiel der Stabo-Scanner, der hat LSB-USB. So, dann werde ich das euch mal kurz vorführen. Ich habe einen DDS-Sender auf 6 MHz und kann mit dem auch mal einen 1,5 kHz oder einen 15 kHz Ton senden. Und dann im Radio den Träger hier oder den Träger hier dann wirklich einzeln darstellen. So, zum Aufbau habe ich hier das Sony-Radio auf 6 MHz. Das empfängt auf 6 MHz, jetzt den DDS-Sender auf 6 MHz. Ich sende nur einen Träger. 6 MHz, 6, 5, 6, 10. Oder 599, 585. Da haben wir nichts. Jetzt, wenn ich 1,5 kHz sende, ich schalte mal 1,5 kHz Audio an, hört man den 1,5 kHz Ton. Da stört er leicht rein. Jetzt sende ich aber mal 15 kHz. Ich mache noch ein Null dazu. Ich sende 15 kHz. Schalte ein, ändert sich da nichts. Schalte aus. 15 kHz empfängt das Radio nicht mehr. Jetzt gehe ich aber 15 kHz höher, schalte den Sender ein und ich habe hier einen Träger. Sender aus, Sender ein, ich habe hier einen Träger. Bei 10 aber nicht. Nur bei 15, wenn ich mit 15 kHz Audio sende. Da keiner. Bei 6 MHz habe ich den Träger und bei 4985 habe ich auch den Träger. Jetzt, wenn ich das Audio wieder ausschalte, Träger weg. Dann haben wir nur noch den auf 6 MHz. Audio wieder ein, haben wir hier einen Träger. Bei 5985. Wenn ich mit 15 kHz sende. Also man kann es deutlich sehen, dass hier das 5985 wäre das LSB, das untere Seitenband hier, bei dem 2,5 kHz Ton. Und das andere hier, das wäre ich jetzt über der Frequenz das USB, das Upper Sideband. Jetzt könnte man auf den Träger quasi verzichten und könnte man, ich mache das Audio mal wieder aus, so, könnte man hier den BFO dazu schalten und dann hier die Frequenz einstellen. Man hört die Differenzfrequenz zwischen der BFO und dem Träger, weil der Sender noch einen Träger sendet. Würde der keinen Träger senden, würde man die Mischung gar nicht empfangen, gar nicht hören. So, also ich kann ihn hier auf die Frequenz einstellen. Dann sende ich mal wieder 1,5 kHz, mal eine Null weg und 1,5 kHz senden. Hört man auch. Allerdings, man kann die Frequenz hier durch den BFO verstellen. Da der Träger aber auch noch drin ist, hört man den Träger aber leider hier auch. Ja. Das kann ich mit Scanner auch. Ich bin jetzt auf 6 MHz. Ich sende ihm mal 1,5 kHz Audio. Hört man den? Dann gehe ich mal 15 kHz höher. Ich stelle das Audio mal auch auf 15 kHz. Und 15 kHz Audio mit 16 MHz. Habe ich hier einen Träger, sobald ich 15 kHz sende. Bei 10, okay, der Scanner ist sehr breitbandig, empfange ich da auch. Aber auch 15 kHz darunter. Ups. Eigentlich hier empfange ich hier einen Träger, sobald ich hier das 15 kHz Audiosignal sende. Das wird das zweite Seitenband. Ja. Dann kann ich auf LSB umschalten. Auf LSB wäre das untere Seitenband. Jetzt empfängt das Scanner nur das untere. Jetzt kann ich mal, jetzt sende ich mal wieder 1,5 kHz. Und ich habe hier den 1,5 kHz. Der Scanner stimmt nicht genau.
mit der Frequenz. Das ist jetzt der zweite Ton hier, ist der Träger schon. Das ist, glaube ich, oder? Nein, ist nicht der Träger. Mal auf 6 MHz wieder gehen. Da ist der Träger. Das Ding stimmt mit der Frequenz nicht genau. Den sollte ich mal wieder einstellen. Mal weiter runter. Ich glaube, da kommt er aber nicht mehr. Genau, man muss mehr einstellen. Dann kriegt man auch den Träger wieder. Das ist der Träger. So, hier 1,5 kHz Handy. Habe ich den Träger. Und jetzt, wenn ich die Frequenz verstelle, ändert sich aber die Frequenz vom Träger bei LSB. Weil der Scanner quasi einen Träger dazu macht und der die Differenzfrequenz hat, aber nur LSB. Ich kann jetzt, wenn ich da auf USB gehe, dann habe ich das obere Seitenband. USB heißt Upper Sideband. Okay, da höre ich den Träger. So, jetzt ist der Träger weg. 1,5 kHz senden. Geht auch bei USB. Und da könnte man auch... Ja, und ich denke mal, das müsste die 1,5 kHz schon sein. Ja. Also LSB oder USB ist eigentlich so eine Sandy-Art von AM. Und man macht das aus dem Grund, weil der Träger, der braucht am meisten Sendeleistung. Man kann sich also viel Sendeleistung sparen, wenn man den Träger schon mal wegmacht. Da muss im Empfänger der Träger aber extra wieder dazu gemischt werden. Und dann dadurch, dass dieses Seitenband und dieses Seitenband beide genau die gleichen Informationen enthalten, nämlich hier Frequenz und da Amplitude, wie stark das ist, die Amplitude des Audiosignals, also wie laut es ist, und die ganzen Audiofrequenzen, 2,5 kHz, da wir 5 kHz, eigentlich reicht es, ein Seitenband zu übertragen. Da muss im Empfänger nur der Bereich hier empfangen werden und ein Träger wieder dazu gemacht werden auf der richtigen Frequenz und man könnte es hören. Allerdings, wenn man den Träger dann in der Frequenz verschiebt, also nach hier, dann ändert sich der Abstand und wenn ich den jetzt hier hinschiebe, hat es plötzlich nur noch 1 kHz. Hier hat es 2,5 kHz, wenn ich weitergehe, also hier, dann hätte es hier 5 kHz, also wenn ich mein BFO nach hier lege, dann hat das plötzlich 5 kHz. Und damit ändern sich alle Frequenzen von Musik und Sprache und Ton, auch bei USB, LSB, je nachdem wie man die Frequenz einstellt. Also wenn ich USB sende, dann schneidet der Filter vom Empfänger hier ab, ich habe dann nur das USB-Band. Wenn ich auf LSB schalte, dann schneidet der Filter hier ab, ich habe hier nur das LSB-Band. Und beim Sender, da wird dann auch das abgeschnitten, da wird nur das Seitenband gesendet und der Träger nicht und das zweite auch nicht bei USB oder wenn man auf LSB sendet, dann wird auch nur das Seitenband gesendet. Und dadurch erspart man sich 5/6 der Sendeleistung. Also man kann mit 1/6 der Sendeleistung weiterkommen als mit dem Seitenband und mit dem Träger. Weil ich glaube, dass der Träger, der braucht glaube ich dreimal so viel Sendeleistung wie die Seitenbänder. Und wenn dann ein Seitenband noch wegfällt, dann sendet man nur noch mit 1/6 der Sendeleistung eigentlich. Das heißt, man spart sich viel Sendeleistung, wenn man jetzt nur USB oder LSB senden würde. Aber selbst wenn man SSB sendet, also nur die beiden Seitenbänder und den Träger weglässt, würde man sich schon die dreifache Sendeleistung sparen. Daher wird das in Amateurfunk und so benutzt. Und auch weil es sehr schmalbandig ist, weil es von dem knappen Frequenzbereich, da wo ein AM-Signal minus 5 kHz und plus 5 kHz um die Sendefrequenz braucht, braucht ein USB-Signal nur die 5 kHz entweder unten oder ein LSB-Signal entweder nur die 5 kHz oben. Und SSB heißt eigentlich Single-Sideband, eigentlich heißt das Single nur ein Seitenband ohne Träger. Das heißt entweder das oder das. Und wenn man bei so einem Empfänger wie dem Sony auf SSB schaltet, dann macht ihr nur einen Träger dazu, er empfängt aber trotzdem beide Seitenbänder. Daher ist es ein bisschen, naja. Aber jetzt hat das Filter nicht, dass ein Seitenband quasi wegschneidet, das oder das. So, dann was jetzt zu meiner Erklärung über AM und SSB. Okay.